einfach, mir war es ein Bedürfnis, noch mal ein paar Sachen zu sagen. Wir hatten natürlich jetzt einen Tag mehr Zeit, uns vorzubereiten als im Hinspiel und haben das auch genutzt. Das heißt, wir haben schon zwei taktische Meetings hinter uns, wir haben schon zwei Trainingseinheiten für Real Madrid hinter uns und jetzt war es einfach nur ein paar Dinge angesprochen und einer davon war einfach so ein Tag wie heute und so eine Ankunft auch mal noch mal kurz zu genießen, weil wir ja uns alle, wie ich gerade gesagt habe, so im Tunnel befinden und das natürlich alles sehr inhaltlich gestaltet ist, der Rückblick aufs Hinspiel, der Ausblick aufs Spiel, welche Räume wollen wir besetzen, wer spielt wo, was wollen wir ein bisschen besser machen, was wollen wir genauso machen, was wollen wir ein bisschen verändern. Das ist ja auch gut, dass das so ist, aber ich habe jetzt ganz einfach gesagt, nochmal an so einem Abend, dann, wir werden morgen eh keine Zeit mehr haben, das zu genießen. Es ist einfach auch nochmal wichtig, mit dem inneren Kind sich zu verbinden, mit dem eigenen inneren Kind und mal nochmal sich zu verdeutlichen, dass wir alle Teil dessen sein wollten, als wir klein waren, dass wir diese Spiele dann nachgespielt haben im Garten und dass man dafür auch dankbar sein darf und auch stolz darauf sein darf und dass es uns auf der anderen Seite natürlich nicht abhalten wird, morgen alles dafür zu tun, um den Schritt nach Wembley zu gehen.